Freunde, Rainbow hier und diesmal was anderes. Aber erst Kaffee, ist so früh am Morgen. Genau, ich wollte das nochmal machen. Und zwar, wenn ihr in Deutschland seid und gerne Kaffee trinkt, gerne guten Kaffee trinkt, Fairtrade und der richtig, richtig lecker ist, dann schaut euch unbedingt www.rainbowcoffee.de an. Und nein, es hat nichts mit mir zu tun. Es sind nur ein paar Jungs, die das machen, die ich auf der Make getroffen habe. Sehr geile Sache, sehr geiles Projekt. Und verdammt guter Kaffee. Also schaut euch das an. So, warum rede ich Deutsch, wie und was und wo? Na, ich habe gedacht, ich mache heute mal, probiere heute mal was anderes aus. Und zwar ein Review, wenn man so will, Unboxing auf Deutsch. Und zwar geht es um die Zuru Chaos Meteor. Ja, haben viele von euch schon gesehen. Ich weiß auch nicht, warum ich das Video erst jetzt mache. Ich habe diesen Blaster schon seit 3 Monaten hier stehen und bin einfach nur nicht dazugekommen, irgendwas Cooles damit zu machen. Und jetzt dachte ich mir, die ganzen amerikanischen YouTuber haben jetzt erst die Videos rausgekriegt und ich weiß nicht genau warum, weil wir kennen den Blaster schon. Wir haben den schon in Action gesehen, auch ich habe den schon gespielt, nur jetzt den per se noch nicht. Den habe ich für das Unboxing aufgehoben und dann dachte ich mir, mache ich mal ein Video draus. So, genau, hier, so sieht das Ding aus in der Box. Und Zuru Chaos X-Shot ist also Rival compatible, also ne, ist nicht Nerf Rival, aber halt die gleiche Kugelsache. Und ansonsten, ja, schauen wir uns das Ding einfach mal an. Ich pack das mal aus. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, die Zuru-Mechanismen funktionieren einfach nur mit Ziehen. Ja, sagte er und hoffte, dass es nicht kaputt gemacht hat. Sieht ganz gut aus. Das ist also der Blaster. Und ja, das Coole an dem Teil ist, also es ist ne, Pump Action hier, ja, und das Coole an dem Teil ist, das Magazin ist einfach hier vorne drin. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, genau, hier mit dem Finger rein, zieht den Follower nach unten, dann kommen von hier die Bälle rein und dann hast du hier den Release und der schießt wieder nach oben und füttert dann einfach die Bälle ein nach dem anderen da rein. Und dann probieren wir das doch jetzt mal aus. Ich muss mal gucken, wo die Bälle verpackt sind. War auch weniger kompliziert als erwartet. Zack, ist das draußen. Sieht so aus. Cool von Zuru ist auch immer, dass sie auch doppelt so viele Bälle einpacken, wie dann nachher funktionieren. Beziehungsweise, ich glaube, das soll 6 halten. Und die haben halt 12 dabei. Das ist nicht so wie bei Hasbro. Das finde ich immer ein bisschen dämlich, dass sie immer exakt genau die Anzahl dabei haben. So nach dem Motto, ja, nicht verlieren. So. Jetzt gucken wir nochmal. 6 Stück da raus. Also aussehen tun die ungefähr so. Naja. Also hat so kleine Sechsecke anstatt von so Golfballdellen. Und aber haben wir auch alles schon gesehen. Dachte ich, hoffe ich, glaube ich. Wenn nicht, ja, sind eigentlich ganz cool. So fühlen sich so an wie Rivals. So, dann schauen wir mal. Also 1, 2, das ist ganz. Aha. Okay. Das fällt also da wieder raus, wenn man das nicht sauber ganz rein macht. Blöder Witz. So, 6 Stück drin. Man könnte wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aha. Ich weiß nicht. Nochmal. So, jetzt habe ich die da drin. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas falsch mache, aber jetzt schaut euch das mal an. Jetzt drückt man hier auf den Knopf, ne, dass der Follower und fährt einmal komplett durch und dann. Okay, also irgendwie. Hä? Irgendwie scheint das nicht so zu funktionieren, wie das soll. Okay, jetzt ist da irgendwie noch so ein. Oh Gott, wie nervig. Du musst das da ganz reindrücken. Da ist hier so dieser Zahn und der muss davor. Und dann scheint das auch zu funktionieren. So, jetzt fallen die nicht mehr raus. Okay, ich sehe schon direkt, was mein Kumpel auch gesagt hat, dass das total nervig ist, wenn du damit spielst, dass du während dem Ding kurz nachladen und dann darauf achten, dass die Bälle nicht rausfallen. Ich habe immer gefragt, was das soll. Bis ich die selber jetzt mal, ich hatte mit dem anderen, die ich in der Hand hatte, die Probleme einfach nicht, das hat direkt funktioniert. Interessant. So, ansonsten, Safety Switch haben wir auch, hier rechts, links. Und ja, also ich finde den Grip-Off einfach geil. Ich finde den
Blaster von der Form her geil, ist ne, ein Ticken, ist eigentlich die gleiche Größe wie der Kronos. Moment mal kurz. Da hinten, da vorne, da hinten. Also nur mal kurz meine Kronos von der Wand geholt, so dass ihr das seht. Nahezu die gleiche Größe. Aber ich muss ehrlich sagen, so vom Griff her finde ich den Zuru Blaster zigmal besser als die Kronos. Es einfach fühlt sich viel schöner an. Viel, viel besserer Griff. Das ist komisch, solche Reviews sind auf Deutsch, aber ja, ihr sagt mir nachher in den Comments, ob ihr das mögt, ob euch das gefällt oder nicht. So, geladen, entsichert. So die Richtung. Und weg. Okay. Fliegen einen Haufen Bälle rum. Klingt ein bisschen sehr blechern und sehr schepprig. Aber definitiv Leistung dahinter. Für die, die sich jetzt, also ich finde das geil. Ich muss das mal, vielleicht kann man das hier irgendwie modden, vielleicht kann man das hier irgendwie umbauen, dass ich entweder Rival-Magazine da reinmache oder dass ich das doch irgendwie anders mache. Aber an sich finde ich den Blaster, also ne, hier die Hand, der Griff und so weiter, die Form finde ich sehr gut. Jetzt gucken wir mal, zack, und kurz nachladen. Ja, wenn man das Ganze da reinklickt, dann, ja, dann passt das auch. Also das ist halt wichtig, dass man das an diesem Follower vorbeidrückt, und das sieht dann halt wirklich so aus, dass du, da ist dieser Haken, dass du mit dem Finger wirklich bis da rein musst. Oh Mann, so viel komische Vorlagen, zack, mit dem Finger ganz da rein und dann bleiben die Bälle da auch drin. So, und ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich finde das Ding sehr geil. Ich werde nachher hier rumlaufen und überall die roten Bälle sammeln. Ja. Probieren wir doch mal. Oh nein. Oh nein. Irgendwo, wo ich ihn wieder finde. Da. So. Probieren wir doch mal, wie sich das Ding verhält mit Rival-Munition. Hätte ich natürlich vorbereiten können, habe ich nicht. So, habe ich da überhaupt? Jawohl, ich habe da ein, zwei Original Nerf und. Oder auch nicht mehr. Und, genau, und ein, zwei Headshot. Und dann packen wir die doch mal hier rein und gucken mal, was passiert. Wir fangen mal mit den Headshots an. Also, ich sehe das Problem mit diesem Laden, wobei ich muss ehrlich sagen, ich schmeiß auch meine Bälle beim Laden der Kronos umeinander. So. Okay. Aha. Okay, Headshot, geil. Rival, geil. Ja. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass das nicht anders funktioniert. Jetzt werde ich das Ding mal noch ein bisschen durch den Flur schießen und einfach mal gucken, wie sich das verhält im Vergleich zu meiner Kronos. So habe ich es jetzt schon wieder hingelegt hier. Servus Leute, da sind wir in meiner Küche mit dem Blick in den Flur. Und wie gesagt, wir machen noch hier einen Vergleich. Ich habe noch eine Stock Kronos gefunden, also original. Dann können wir die beide direkt mal vergleichen. Erstmal Thema Laden. Also hier Zuru, Follower hoch. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das sind jetzt zwei Original Zuru, der Rest ist Headshot oder Nerf. Gemisch. Dann Thema Laden von der Kronos. 1, 2, 3, 4 und 5. Und dann ist auch schon Ende. So, Kronos geladen und entsichert. Zuru noch gar nichts gemacht. Jetzt auch. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Gar nicht verkehrt. Laden wir zwei Blaster. So. Also nochmal an. Okay, damals da war der Kronos jetzt ganz schön platt, aber es ist wie gesagt gemischte Headshot-Ammo, die ja teilweise, wenn ich auch schon rumgetreten bin und keine Ahnung, also die kommen aus, alle nicht mehr nagelneu aus der Kiste. Aha.
Also witzigerweise muss ich sagen, die verhalten sich ziemlich ähnlich. Ja. Muss ich erstmal wieder rumlaufen und Bälle einsammeln. Aber ich habe mir der jetzt, also sicher, keine Ahnung, 7-8 Magazine durch meinen Flur geschossen, bevor ich diesen Vergleich gemacht habe. Und ich finde echt, muss ich sagen, also die ein oder andere Headshot oder ein oder andere Nerf-Ball ploppt da nur so ein bisschen halblebig raus. Ich muss mal messen, ob die einen anderen Durchmesser haben oder was genau da das Thema ist. Aber ansonsten macht mir der schon einiges an Spaß. Und wirklich, der Griff ist geil. Und wenn ich nur hergehe und den Griff von hier absäge und da dran mache, weil der Griff einfach geil ist. Vielleicht könnte man ja auch das Magazin irgendwie... Mal gucken. Also, das war das. Und zurück zum Video. Genau, noch ganz kurz ein Shoutout. Ich habe diesen Blaster von meinem Freund Kain von blastertime.eu. Link ist unten. Und ja, vor jeder Frage mich, warum kaufst du nicht bei Blaster Parts und so weiter? Hast doch da die deutsche Firma. Ja, natürlich. Aber der gleiche Blaster bei Kain kostet mich mit Porto immer noch fast 10 Euro weniger als bei Blaster Parts. Und außerdem ist da eine andere Feder drin. Natürlich habt ihr hier auch noch so eine Art Jam Door, wo ihr dann rein könnt und irgendwas aufräumen. Braucht man doch eh nie. Ich werde mal gucken, das Ding hat einen Haufen Mod-Potenzial. Und da kann man sicher schöne Sachen draus machen. Und genau, sagt mir doch in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Deutsches Video ist für mich super strange. Aber ich habe gedacht, ich probiere es mal aus. Schau mal, was passiert. Vielen Dank fürs Zugucken. Schaut euch noch meine Website an. Schaut euch mein Instagram an. Und schaut euch mein Patreon an, wenn ihr Bock drauf habt. Da gibt es viel, viel Intel zum Thema, wie mache ich meine Mods, was bastel ich und was baue ich. Ist natürlich auf Englisch, aber würde mir trotzdem viel bedeuten, wenn ihr da mal reinschaut. Und ansonsten viel Spaß noch und ja, ich sehe euch beim nächsten Nerf Battle. Love and Sunshine!